Moin und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Utpacken. Ja, es ist mal wieder soweit und was soll ich sagen? Ich habe ein Geschenk bekommen, diesmal von dem Alerik auf Steam. Das Spiel nennt sich We Are the Dwarfs. Dürfte ein, wenn ich das richtig lese, Real-Time Tactical Adventure sein. Also es hat was mit Taktik zu tun und mit Abenteuern. Ne? Und ja, das dürfte auf jeden Fall was für die Rimnir sein. Ich lese mal vor. Moin Lars. Nicht das Game, das ich erst vorhatte. Oha, da kommt noch was. Dir zukommen zu lassen. Kommt noch irgendwann in Klammern. Aber trotzdem viel Spaß von dem Alerik. Ja, vielen Dank erstmal da an dieser Stelle dafür, lieber L. Und was soll ich sagen? Das ist gestern passiert. Ich war gerade unmittelbar am Zocken. Also gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht, wann ich das ausstrahlen werde. Vielleicht heute noch im Laufe des Tages. Und ja, ich war ganz unbedarft am Zocken. Hab Risen 1 gezockt privat. Hatte im Hintergrund eine Playlist laufen von einem anderen, größeren, wesentlich größeren Let's Player. Und ja, dann hörte ich plötzlich, wie mein Mail-Add-on aufploppte. Da dachte ich zuerst, ja, ich habe vielleicht wieder einen Kommentar bekommen oder sowas. Da habe ich dann rausgeguckt. Habe ich dann festgestellt, sie haben ein Geschenk bekommen. Da war ich dann erstmal ziemlich geflasht. Vor allen Dingen, als ich dann gesehen habe, dass es tatsächlich von dem lieben L kommt. Lieber L, ich bedanke mich bei dir nochmal dafür, für dieses Geschenk. Ich habe das Spiel auch schon installiert. Ich werde das nachher mal testen, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn ja, wie das denn so ist. Mal gucken. Und also ich will noch keine Prognose vorher abgeben. Und ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal bei dem Alerik fürs Geschenk. Sehr nett von dir, du verrückter Kerl. Ja, so bin ich einfach. Ich nenne jeden verrückt, der mir was schenkt. Also unglaublich. Unglaublich, echt. Naja, ich rede viel zu viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun... Euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen bleibt mir gewogen und den Link zu seinem Kanal verlinke ich in der Videobeschreibung, ne? Tschüss.